Ja. So Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren wundervollen Folge Sweet Caroline, der Ship Graveyard Simulator. Und wir müssen an der verrückten Sweet Caroline noch ein bisschen rumflexen, rumschleifen. Ihr seht es ja selbst, da ist ja noch jede Menge zu holen und zu tun. Ja, und ich muss ja auch mal schlafen. So einfach ist das. So, wir werden den einfach mal hier parken. Und wir haben aktuell ja 1,6 Tonnen auf dem LKW und ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind in der letzten Folge. Ich glaube, oben auf dem Dach, ne? Irgendwo hier oben. Wir wollten uns so ein bisschen von oben nach unten buddeln. Buddeln und graben. Wie die kleinen Maulwürfe. Ja, ach ja, genau. Hier gab es wieder ein bisschen was zu flexen. Das haben wir, glaube ich, in der Folge schon ein bisschen gemacht. Oi, oi, oi. Leute. Da wird es Zeit, jawohl, hier ein bisschen rumzuflexen. Und was kommt bekanntlich nach dem Flexen? Gleich legen wir los mit dem Hammer. Warte, das Stückchen würde ich noch gerne wegnehmen hier. Und falls der ganze Käse hier gleich zusammenkracht irgendwann. Ja, so. Dann wird gehämmert. Jawohl. So, haben wir das auch geschafft. War doch gar nicht so schwer. So, ich würde sagen, wir gucken uns das Schauspiel eher von unten an. Oh, was haben wir denn hier noch alles liegen? Moment, Lämpchen. Wie war denn die Lampe nochmal? Die war auf V. V wie Funzel, genau. Schnell den Käse hier weggeräumt. Ach so, es gab übrigens ein paar Fixe in dem Spiel. Also nicht Fixer, sondern Fixe. Es wurde ein bisschen was behoben. Jetzt gerade das Thema LKW wurde ein bisschen was gefixt und das Thema Werkzeug angeblich soll hier immer wieder was am Werkzeug eingefroren sein. Habe ich noch nie gemerkt, aber wenn die das sagen, dann ist ja. So, dann lass mal den ganzen Käse mal runterkrachen hier. Das sieht doch gut aus. Drücke E, um zu heben. Ach, das war schon. Ah, okay. Das war quasi schon kaputt. Okay. Ihr seht schon, das geht jetzt irgendwie leicht geschmeidiger von der Hand. Komm her. Oh, und wir haben wieder ein bisschen was Englisches dabei. Ist doch schön. Okay, es wurde also wieder ein bisschen was verschlimmbessert. Das ist auch so ein deutsches Wort. Es wurde verschlimmbessert. Oh, schön, Leute. Die ganze Decke ist runtergekracht, hoffe ich zumindest. Wir schauen uns das gleich nochmal an. Da ist wieder ein bisschen was daneben gelandet. Naja. Und da schon wieder. So viel zum Thema Fixen, ne? Vor dem Fix ist nach dem Fix. Darfst dich auch wirklich kein Millimeter da bewegen? So, kommen wir denn jetzt hier aktuell überhaupt noch hoch? Wenn wir es denn wollen würden. Ja. Naja, danke. Vielen Dank für die Blumen. Okay, das ist so ziemlich alles runtergekracht. Naja, so wunderschön. Gut. Buddeln wir uns hier so ein bisschen durch? Kann ich hier einfach durchlatschen irgendwo? Okay, das ist ja ein bisschen ungünstig jetzt. Da werde ich jetzt hier mal, ich glaube, die Wände rausnehmen. Schlong, schlong.
Ja, gleich alle vier mit einmal gemacht. Siehst du mal. Sehr gut. Das nenne ich doch. Ne? Herrliches Arbeiten. Und als nächstes müssen wir wirklich dann die Flexmaschine upgraden, dass wir hier einfach ein bisschen schneller durchsausen können. Kann ich das auch schon mitnehmen? Ja. Hopp. Sehr gut. 1958. Komm, dann nehmen wir das auch gleich mit weg hier. Ja, und wenn wir dann die Decke weg haben, haben wir, glaube ich, dann die Paletten freigelegt für den Kran, ne? Komm, du auch noch? Jawohl. Sehr schön. Ach, die Sweet Caroline. Ist das toll. So, das haben wir doch auch eigentlich alles schon, oder? Ja. Und hier wird wieder geflext. Na, ist doch herrlich. Komm mal her, du kommst... Ach, das war schon okay. Ah, okay. Da haben wir die auch schon alles automatisch irgendwie mit weggewupst. Na dann. Nehmen wir die halt weg. Zack. Huh, macht er. Okay. Ach so. La la la. Da, 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 da. Also man merkt, der Entwickler ist dran an dem Spiel. Er fixt wie ein Wilder. Okay. Weil, obwohl ich ja eigentlich vorher auch kein... Oh, oh. Das ist ja praktisch. Obwohl ich ja vorher auch keine Bugs festgestellt habe, so wirklich, ne? Aber gut. Das ist sowieso recht wenig Bugs bei mir in irgendwelchen Spielen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht habe ich einfach nur Glück. Aktuell, wo wir Bugs haben, das wäre bei Generation Zero. Da haben wir tatsächlich ein paar Bugs drin. Aber da gab es jetzt auch einen großen Fix. Da werden wir demnächst mal reinschauen in die ganze Materie. Mal gucken, was sich da so geändert hat. Da gibt es mit Sicherheit auch noch jede Menge Folgen. So, Leute. Ich muss schon wieder flexen, oder? Komme ich so hin? Okay. So, drücke. Ja. Was denn jetzt? Soll ich jetzt E drücken oder nicht? Entscheiden Sie sich bitte jetzt. Und der neue Tag bricht an. Oh. Auf unserer schmierigen Bauplattform hier. Gut, dann nehmen wir das hier noch weg. Bringen wir zumindest mal die Wand weg. 2300 Kilo im LKW. Ja, ich muss wirklich dringend irgendwie Geld machen. Und man soll ja in diesen Aufträgen da... Ah, Vertrag im Computer beanspruchen. Der wäre schon voll, siehst du? Das machen wir gleich mal. Da flitzen wir doch gleich mal rüber. Oh, ja, Superman ist ein Scheiß gegen mich. Halt, warte. Wenn wir einmal hier sind. So. So. Und dann gucken wir mal, wie das ist mit diesen Aufträgen. Das würde mich jetzt mal interessieren. La 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 la. Guten Tag. Computer. So, was soll ich hier machen? Kontakte? Anspruch $40. Naja. Das ist jetzt ja nicht die Menge Eisen und Holz. Willst du noch haben? Was willst du? Ach, das haben wir ja gar nicht. Also das werden wir auch nicht mehr kriegen. Seitdem wir finden jetzt unterm Schuss, unterm Schiff, noch ein paar Wandwerkzeuge und einen Gastank. Und Gold werden wir wahrscheinlich auch nicht finden. Naja, nicht so schlimm. Hui! Da soll mal einer sagen, so ein Schiffabfahrer ist nicht, ne? Körperlich topfit. Was ist denn das hier eigentlich? Ein Schrank. Dies beendet? Okay. Na, jetzt. Zack. Da war auch nichts dabei jetzt von dem irgendwie, ne? Kein Eisen, kein Holz, kein gar nichts. Okay, nee, dann gehen wir wieder hoch. Was soll's denn? Oh, hier ist noch was. Oh, vielleicht doch noch. Warte mal. Hier ist doch auch noch ein Haufen Zeug. Gib mal alles her, was du hier drin hast. Den Gartenschlauch nehme ich auch mit. Gucken, ob sich da jetzt was verändert.
Ja, 160 von 400. Ja, die Gastanks hätten wir voll. Nur es fehlt nur noch das Gold. Wo ist denn hier Gold her? Sind im Motor da Gold drin oder was? Ich habe keine Ahnung. Ach ja, hier waren wir ja stehen geblieben, genau. Vielleicht kriegen wir das irgendwie. Nee, noch nicht. Ich glaube noch nicht. Wir werden hier erstmal schon mal alles lösen. Und dann schauen wir mal. Oh. So. Drei auf einen Streich, vier. Ja, der Hammer muss abgegradet werden. Die Säge, die Lötlampe. Och, Mensch. Ich habe angeblich, sollen sie was mit der Taschenlampe gefixt haben? Ich weiß nicht. Also. Vielleicht ist das jetzt einfach ein bisschen heller, ein bisschen schöner. Keine Ahnung, Leute. Oh, hier liegt noch Müll. Nehmen wir auch noch mit. So, jetzt sind wir hier weiter. Hier drüben rum. Die Treppe ist schon runtergekracht. Siehst du mal? Ach, wie schön. Sehr gut. Ich bin zu fett. Zu schwer meine ich, nicht zu fett. Vielleicht kriege ich das noch. Mach mal die V-Funzel aus. Vielleicht kriege ich die Wand hier weg. Da haben wir direkt einen Zugang zum LKW. Ja. Sehr gut. So soll es laufen. Dann nehme ich das hier auch noch weg. Klong. Ja, da noch ein bisschen. Ne? Komm, komm, komm. Das Blatt schon stumpf. Ja, so ein Riesenschiff bringt natürlich einen Haufen Stahl. Einen Haufen, Haufen Stahl. Aber ich finde, die könnten das alles ein bisschen besser bezahlen. Ist das in Wirklichkeit auch so, dass man sagt, hier ist so billig? Weil normalerweise, ich meine, wenn du hier so ein ganzes Schiff auseinanderpflückst, das doch, muss doch mehr bringen. Als hier nur 50 Dollar. Was ist denn jetzt hier eigentlich mit dir? Nein, da oben. Das hängt noch in der Luft fest, deswegen kriegen wir das nicht. Das könnten sie vielleicht mal fixen. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Weil gerade hier sowas, ne? So ein Teil hier hinten. Warum muss ich das noch abschlagen? Finde ich gerade ein bisschen, naja, bisschen komisch. So, haben wir es jetzt ab. Und tschüss. Sehr gut. Hopp. Den brauche ich da. Will ja nur die Wand weg haben hier. Da haben wir wieder ein bisschen Platz. Ja. Das eine an der Ecke da oben. Okay, hier oben noch. Okay. Nehmen wir euch auch noch mit. Ja. Wer abrutscht, darf nochmal. Oh, ja, 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 ja. Das gibt wieder viel. Übrigens, das hier, was ihr gerade seht hier an meinem Hammer, das hat man angeblich gefixt. Ja. Und wenn man automatische Updates eingeschaltet hat, ist das übrigens so, dass das automatisch vorm Spiel überhaupt schon mal installiert wird. Also man kann sich da gar nicht gegen wehren. Aber anscheinend, naja. Ihr seht es ja selbst. Na, was denn jetzt? Komm. Ihr seht es ja selbst. Zack. So, dieses Röhrchen hier, das kriegt man doch bestimmt. Kann ich das so wegnehmen? Ja. Schauen wir mal. Zertrümmern, jawohl, mache ich. 23 von 80, da kriegt man noch ein bisschen was. Du bist da auch schon frei, oder? Ach nee. Da fehlt noch was. Jetzt. Na komm doch. Zieh dich nicht wie die Ziege am Strick. Ach jetzt.
So. Bubbelibub. Na, sieht doch schon gut aus, Leute. Sieht doch gut aus. Dann räumen wir erstmal den ganzen Schutt weg hier. You're carrying too much. Okay. Noch kein Problem. Oh, haben wir hier noch was rumliegen? Ja. Okay. Da oben, das wird mit Sicherheit noch alleine runterfallen. Hier haben wir auch noch ein paar Teile rumliegen. Siehst du, die haben sich versteckt. Na gut, das wird ja zwangsläufig irgendwann alles einfach nach unten fallen. Und von daher 2500. Flam, flam, flam. Tiefenentspanntes Gameplay, oder? Ohne dass einen irgendwer angreift, kaputt macht, beschießt, dass man stirbt, wenn man irgendwo runterfliegt. Gut, da leidet natürlich die Action darunter, aber ich meine, ne, zum Entspannen. Und ich habe auch gelesen in den Kommentaren, der eine oder andere hat sich das auch gekauft aus dem Steam Sale und Store. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, wo ihr gerade seid, wie weit ihr seid. Und ob ihr irgendwelche Tricks und Kniffe habt für mich, die mir hier das harte Leben erleichtern oder wie ich schneller an bessere Werkzeuge komme. Und so weiter und so fort. Und immer noch die wichtigste Frage überhaupt. Wie komme ich an Angestellte? Ich komme hier nicht ran, doch jetzt. So, das haben wir doch erledigt. Ja. So. Arbeitssicherheit wiederhergestellt. Hopp. Oh, Leute. Es geht voran. Es geht voran. So, machen wir erstmal die Seite. Immer Stück für Stück bubbeln wir uns hier durch. Hier oben. Naja. So, aber jetzt. Okay. Oh. Müssen wir nachher noch einsammeln. Dieses Ding hängt. Das dürfte doch nirgends dranhängen. Ach, hier. Wow, 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 wow. Fast den D gebrochen. So, das ist auch noch weg. Jawohl. Da haben wir schon den nächsten Schwung weg. Ist doch schön. Na, komm, jetzt. Jetzt schon, oder? Hui. Die Dinger auch debuggen. Na, 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 beruhigen sich. Wenn man es nicht sofort einsammelt, wisst ihr, das ist noch so nach ein paar Minuten einfach zum weg ist. Das wäre natürlich mies. Oh. Geht's schon durch hier. Ach, herrlich, wir reißen uns hier durch wie die kleinen Biber durch den Wald. 2, 6, 14. Jawohl. Aber noch ein bisschen. Auch noch ein bisschen. So. Hier ist auch noch was. Ja, wir schauen gleich mal wegen dem Upgrade. Irgendwas hat mir doch da noch gefehlt. Das war doch. War das Gas oder sowas? Oder irgend sowas? Nee, Flüssigkeiten war das, glaube ich, ne? Komme ich hier ran? Nein, natürlich nicht. Ich schau gleich mal. Ich fahre gleich mal vor. So. Der ist auch locker. Jawohl. So, den haben wir auch. Ah. Auch durch. Wunderbar, ne, siehste. Ich bin voll gecarried.
Okay. Ich wollte gerade meckern, weißt du? Ich wollte gerade meckern. Hä? Drücke, um zu heben. Also siehst du, also irgendwas haben sie gemacht. Ob das jetzt besser ist, ich weiß nicht. Ich wage zu zweifeln. Naja. Zack. Würde ich denn hier noch was vollkriegen? Holz und Eisen. Ja, normal schon, oder? Hochlegierter Stahl, aber Gold. Meine Leute, Gold? Na egal. Ich schaue trotzdem nochmal nach. Gleich, wir werden das mal, was wir für irgendwelche Questgeschichten brauchen, nicht aussortieren. Das lassen wir mal im Truck liegen. Da hinten war da noch so ein Teil, genau. So, ich bin voll. Wuff. Da ist doch bestimmt noch irgendwo was runtergeklatscht. Oh. Ja, ich versuche doch zu drücken. Kollege, ach, das ist hier Holz, feinstes Holz. Also manchmal... Das war eine elendlange Bugfix-Liste, die sie hier gemacht haben, aber da, ich kann es nicht aufheben. Drücke E, um zu heben. Drücke linke Maustaste, um zu heben. Nein, kann ich nicht. Ihr seht, was ich meine, ne? Da sammeln wir jedenfalls. Das, ach, jetzt ging's, ne? Schau mal einer an. So, ein Schläuchelchen nehmen wir auch noch mit. Ich bin schon bei 75, da brauche ich gar nicht mehr rumrennen. Tappen wir mal durch. Das waren gerade 10 Kilo Holz nur. Das hier kann ich nicht. Eine alte, modrige Schraube hier. Naja, fahren wir mal schnell rüber. Horn, Horn, Horn. Gibt es ja auch ein Licht? Oh, war das gerade ein Gewitter? Lass mich rein, lass mich rein. Tüdü. Alles sortieren, Überschuss sortieren. Genau. Das war jetzt nicht wirklich viel, oder? Achso, hier musste ich hin. Moin, Johnny. Richtig. Du, pass mal auf. Ich brauche das hier. Stufe 3. Ich habe alles. Ja. Stufe 4? Was für... Habe ich auch. Sehr cool. Das Hämmerlein müssen wir uns noch kaufen. Das hier? Das habe ich auch. Wuhu. Handschuhe. Da fehlt mir Nichtmetalle. 90 Kilo Nichtmetalle. Und das Seil? Ich weiß es nicht. Sprengstöffchen? Wir nehmen mal... Wie viel kann ich denn? Ich nehme mal einen mit. Sollte reichen. Ja, cool. Da haben wir also ein bisschen... Was ist denn U? Nichts zu scannen. Ah. Schauen wir mal. Upidu. Fast and the Furious. So. Kann ich jetzt scannen? Nichts zu scannen. Du bist ein sehr hilfreicher Scanner. Ich muss das mal so sagen. Doch, scannen. Ah, nicht legierter Stahl. Okay. Naja, wir gehen mal wieder hoch. Hier hat man alles. Ja, was macht, wenn wir einmal hier sind, dann können wir doch eigentlich hier, ne? Hauen wir das doch gleich erstmal locker. Da brauchen wir dann später nicht nochmal rein hier. Wir hatten doch auch gerade ein Hammer-Upgrade gekauft, oder? Stellt ihr da jetzt einen Unterschied fest? Naja, wir werden es dann spätestens sehen bei der Flex-Maschine.
ich habe doch vorher auch zwei Schläge gebraucht. So, das ist soweit durch. Weißt du was? Komm, wir sind hier draußen. Schön rumhämmern. Ah. Da auch noch ein bisschen. Oder ist das jetzt weiter von der Reichweite? Ich nicht so nah rangehen muss vielleicht, oder? Ach nö. Ah. Okay. Wir dürfen da nur nicht den falschen Bolzen rausziehen, sonst kracht die ganze Käsekacke hier zusammen, ne? Ja, ziehst du unten im Keller an, machst eine Tür auf und hier oben. Das soll natürlich nicht passieren. Oh. Da kommen wir nicht ran. Noch nicht. Nein. Ich weiß nicht, ob das klug ist, was ich hier mache. Das kann ich euch noch nicht sagen. Warte mal, hier war doch irgendwo... Ach, hier liegt ja auch noch ein Haufen. Ach ja, stimmt, das war ja das Zeug. Dann versuchen wir uns mal nach oben durchzugraben. Die sind schon locker, okay. Also wenn hier nicht mindestens 100 Kilo Gold drin sind... Dann lege ich Beschwerde ein. Schlong, schlong. Komme ich da ran? Natürlich nicht. Ist die Palette im Weg. Und hier kann man sich übrigens auch nicht ducken. Ich nehme mal den ganzen Mist mit hier. Das heißt, an dieses andere Ding muss ich irgendwie von oben kommen. Oh. So, und ihr seht es da unten. Die Verbesserung. Unten links. Entschuldigung. Wir können jetzt 100 Kilo schleppen. Ah, das ist gut. Das finde ich cool. So, hier oben. Okay. Also hier unten ist das Ding der Begierde, ne? In der Hoffnung, dass es hier 1 Million Tonnen Gold mindestens gibt. Mindestens. Und gleich können wir auch die Flex testen. Weil ich will wissen, was da drin ist in diesen Dingern. Und ihr doch auch. Ah. Sehr cool. Oh. Di, 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 di. So, und das Ding? Das muss ich immer noch... Ah ja. Oh, das Ding doch jetzt flott. Ja, das macht Spaß. Ja, 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 ja. Cool. Schon mal deutlich besser. Hier unten ist noch einer. Okay. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, Leute, ruhig bleiben. Ist da jetzt gleich die ganze Wand abgekracht? Ja. Okay. Warte mal, dann machen wir das kurz durch. So. Bist du noch einer auf dem Schädel? Und dann müsste es das doch fast gewesen sein. Jetzt knall ich gleich nach unten und komme nie wieder hoch. Ich trage zu viel. Na klar. Na klar. Jetzt komme ich hier nicht durch, ne? Ach. Gleich holen wir das Kistchen. Hier war ja auch noch eine. Oh. Oh, Junge, Junge, Junge. Nimm mal alles mit hier, komm. Erstmal ein bisschen
Ich feuer mich hier immer wieder. Ah, nein, hier geht's nicht lang. Ich muss mir dringend einen Durchgang machen. Wäre auch nicht schlecht. Ich habe jetzt gar nicht zielen müssen, das hat er ganz von allein gemacht. Siehst du mal. Sehr cool. So, wie sieht es denn hier aus mit den Missionen? Okay, Holz müssen wir noch dringend holen. Irgendwoher. Und Gold, wie gesagt, Gold. Ne? Aber ich glaube, Escher ist erstmal am wichtigsten. Oh, du bist aber auch so schnell voll hier. Das ist ja echt irre. Schlong, schlong, schlong. Ich traue mich fast gar nicht, hier das alles wegzunehmen. Ist egal, komm. Wir müssen erstmal hier aufräumen. Schon wieder voll. Ab. Ich will doch einfach nur an die Palette kommen. Hebt sie mir doch. Na, wieder voll. Ich wünschte, ich könnte hier 20.000 Tonnen schleppen. So, jetzt geht's weiter. Da oben ist alles frei hier. Jawohl. So. Das nehmen wir noch weg. Und jetzt müsste doch der Kran eigentlich... Ja, auf jeden Fall. Ja, hatte ich auch zum Frühstück. War recht gut, aber nicht nochmal. Ne? Komm, jetzt hol das Ding raus. Mehr Essen zeitig. Aber soll auch irgendwas gefixt worden sein? Also irgendwie hat der wohl bei manchen Spielern keinen Bock gehabt, irgendwas zu machen. Aber ihr habt es ja gesehen in meinen Folgen. Er hat immer ganz brav alles gemacht. Vielleicht kann er uns einfach mehr leiden wie andere. So, da bin ich mal gespannt, ob da jetzt Gold drin ist. Wehe nicht. Mindestens eine Tonne. Komm, lass fallen. Holz, Kerosin, Kupfer. Naja. Also uns fehlt nur noch Eisen für den anderen Auftrag. Siehst du mal. So schnell geht das. Leute. Und ich würde sagen, um den kümmern wir uns in der nächsten Folge. Dieses komischen Spiels hier. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Bitte kommentieren, liken. Das ist gut für den Algorithmus und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Tschüss!